Batman, Superman, Wonder Woman und Co. Sie alle haben ein Label, unter dem sie stehen. Einen Comicverlag, der es neben Marvel geschafft hat, einige der beliebtesten Superhelden der Welt zu erschaffen und unter einem Haus zu vereinen. Denn auch DC versuchte sich irgendwann an einem eigenen Kinouniversum, das sich von ihrem größten Konkurrenten abheben und eine noch größere Geschichte erzählen sollte. Doch wie bei Marvel kam es auch bei den DC-Studios regelmäßig zu Problemen, die nicht nur im realen Leben ihre Tiefpunkte fanden, sondern auch auf der Kinoleinwand immer wieder für Momente sorgten, die Fans durch falsche Entscheidungen, auf der Strecke gebliebene Charaktere oder unkontrollierte Produktionen enttäuschten. In diesem Video möchte ich mit euch in den gesamten Kosmos des DC-Kino-Universums eintauchen und die Frage klären, wie Warner und die DC-Studios es geschafft haben, sich aufgrund von zum Teil kleinen Fehlentscheidungen nach und nach selbst zu dekonstruieren, warum die Fans eines solchen Franchises etwas Besseres verdient haben und wie ein Mann das Studio vielleicht immer noch retten könnte. Also, legen wir los! Die Geschichte der DC Studios beginnt anfangs noch unter der Firma mit dem Namen DC Entertainment, die im Jahr 2009 gegründet wurde. Damals konzentrierte sich die Company in Zusammenarbeit mit Warner darauf, ihre Werke von den Comics auf die große Leinwand zu bringen. Von einem Filmuniversum war man zu diesem Zeitpunkt noch weit entfernt, weshalb erst einmal Werke wie Jonah Hex oder der kontroverse Green Lantern-Film produziert wurden. Irgendwann hatte DC aber augenscheinlich genug davon, dass die Marvel Studios mit ihren Superhelden einen größeren Erfolg durch ihr verbundenes Filmuniversum einfahren konnten und waren von dort an bereit, ebenfalls in ein solches zu investieren. Im Gegensatz zu Marvel war das bei DC rein theoretisch auch noch leichter, da Marvel Studios anfangs und auch teilweise heute gar nicht alle Lizenzen an ihren Superhelden wie beispielsweise Spider-Man besitzen. DC Entertainment konnte dagegen auf alle Charaktere ihres eigenen Labels zurückgreifen und hätte mit diesen eine bloße Kopie von Marvel erstellen können, von der man aus heutiger Sicht nur mutmaßen kann, wer erfolgreicher gewesen wäre. Mit dieser Idee im Gepäck versuchte Warner also 2011 dann zuerst Christopher Nolan zu überreden, der zuvor für den Erfolg zweier Batman-Filme zuständig war und unter dessen Leitung jetzt The Dark Knight Rises unter dem Label DC Entertainment produziert wurde, ihre Filme in ein Franchise zu verwandeln. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was er gesagt hat. Nun, er sagte nein. Aber nicht ganz nein. Nolan sprang für den zu produzierenden Film wenigstens als Produzent ein und erklärte sich sogar bereit, die Story mitzuentwerfen. Also konnte Warner nur einen Schritt weiter zu dem Mann gehen, der mit einem Film wie Watchmen bereits bewiesen hatte, dass er mit Superheldenstoff umgehen konnte und bot Zack Snyder an, einen Superman-Film für DC zu produzieren. Als Man of Steel im Jahr 2013 dann in die Kinos kam, musste man den Zuschauern natürlich erst einmal irgendwie vermitteln, dass sie es hier jetzt mit einem großen Franchise und keinem Einzelfilm zu tun hatten. Das blieb aber erstmal aus, weil Warner nach dem Misserfolg von Green Lantern keine witzige Szene im Abspann haben und generell eine düsterere Richtung fahren wollte, als Marvel das tut. Zudem gab ausgerechnet Christopher Nolan Snyder den Rat, keine Post-Credit-Scene in Man of Steel zu verbauen, weil das, Zitat, ein richtiger Film nicht tun würde. Aber auch ohne eine solche Szene setzte das Ende von Man of Steel, in dem Superman erstmals seinen Namen tragen darf, einen Anfangspunkt für das DC Extended Universe, das von dort an mit mehr Heldinnen und Helden bestückt werden sollte und bei einem Budget von 225 Millionen Dollar weltweit 670 Millionen einspielte. Aus diesem Grund wurde selbstverständlich grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben, welche direkt das größte bisherige Crossover im Superhelden-Universum darstellen sollte und mit einem Jubel begrüßt wurde, der sicherlich allen auf der San Diego Comic-Con 2013 einen lebenslangen Tinnitus beschert hat. Ja, so beliebt war dieses Crossover und sollte mit einem Budget von 250 Millionen Dollar ebenfalls von Zack Snyder inszeniert werden, auf dessen Schultern man weiterhin so ziemlich das gesamte DCEU setzte. Für die Fans kam diese Geschichte teilweise gut, teilweise aber auch schlecht an. Bis die Handlung von Batman wie Superman wirklich Fahrt aufnahm, mussten erst einmal neue Figuren wie Lex Luthor eingeführt werden und auch der Konflikt zwischen Batman und Superman spitzte sich in der Kinofassung dramaturgisch nicht richtig zu, was dann in einem der umstrittensten Plot-Twists mündete. Why did you say that name?
Auch Wonder Woman, gespielt von Gal Gadot, schon in diesem Film in das DC-Universum einzuführen, fanden viele Fans zu verfrüht, weil sie noch nicht einmal ihren eigenen Film bekommen hatte. Und Ben Affleck als Batman war anfangs auch nicht so beliebt, weil er schon Daredevil nicht so gut verkörpert hatte. In Sachen Story war Marvel also immer noch vorn, denn auch die im Juni 2016 erschienene Ultimate Edition von Batman v Superman mit ihren zusätzlichen 30 Minuten machte den Film zwar besser, diese hätten jedoch schon vorher eingebaut werden sollen. Trotz dass der Film 873 Millionen Dollar bei 250 Millionen Dollar Budget einspielte, blieb der Film laut Warner hinter den Erwartungen zurück und nur zwei Monate später kam Marvels Civil War in die Kinos und machte Batman v Superman locker platt. Die DC-Chefetage geriet daraufhin in Panik und wollte natürlich alles wieder gut machen, aber es war zu spät. Suicide Squad, ihr nächster DCEU-Film, war schon abgedreht und der düstere Ton erinnerte stark an Batman v Superman. Also was wäre die logische Konsequenz gewesen? Richtig, einfach nochmal schauen, wie es klappt. Aber wer eine große Geldmaschine hat, bekommt bekanntlich mehr Panik, wenn sie keine Scheine mehr druckt, als jemand, der eine kleine Maschine hat. Und damit wurde es Zeit für einen hektischen Umschnitt, um den Film lustiger zu machen. Das Ergebnis? Ein chaotisches Durcheinander, das zwar 746 Millionen Dollar einspielte, aber in den Kritiken gnadenlos zerrissen wurde. Der Soundtrack und die visuelle Umsetzung des Films waren zwar gelungen, im Gesamtergebnis aber dann so zerschnitten, dass die erzählerische Struktur und auch der Antagonist in Form von Cara Delevingne als Enchantress blieb dadurch ungewöhnlich leer. Das sorgte unter anderem auch dafür, dass der Regisseur David Ayer, dem man das Projekt anvertraute und damit jemand anderen als Snyder an Bord holte, sich bis heute darüber beschwert, dass er den Film, den er ursprünglich wohl machen wollte, nie bekommen hat. Wir befinden uns nun im Jahr 2017 und wenn ihr denkt, dass es jetzt bergauf ging, dann habt ihr recht. Im Hintergrund sah das jedoch nicht ganz so rosig aus, denn die außerdem angekündigte Verfilmung von The Flash wurde von Produktionsproblemen geplagt, vor allem wegen Eskapaden um den Hauptdarsteller Ezra Miller, die zu diesem Zeitpunkt ihren Anfang nahmen. Doch zumindest mit einem Film durfte Warner sich nach der langen kritischen Zeit gut auf die Schulter klopfen. Wonder Woman. Es war der Lichtblick und ein eigenständiger Film, der nicht von Snyders Vision überschattet wurde und bereits seit zwei Jahrzehnten kommen sollte, wobei 2005 bereits eine Version von Joss Whedon angekündigt wurde. Mit 882 Millionen Dollar Einnahmen bei einem Budget von 149 Millionen und guten Kritiken hatte DC also doch eine zweite Chance in der Tasche, die sie nur nutzen mussten. Doch zu diesem Zeitpunkt traf ein Ereignis die Produktion, das keiner vorhersehen konnte. Ihr merkt, das Video hier ist ein großes Auf und Ab. Beim Dreh von Justice League, dem großen Crossover zwischen neuen und schon etablierten Helden, musste Regisseur Zack Snyder wegen dem Tod seiner Tochter die Regie abgeben und zog sich gleichzeitig auch aus dem Filmbusiness zurück. Daraufhin kam Joss Whedon, der schon für Marvels Avengers verantwortlich war und seit 2005, ihr erinnert euch, auf sein DC-Debüt wartete und sprang für ihn ein. Der sah sich jedoch der schwierigsten Aufgabe gegenüber, nun alle diese Puzzleteile, die Snyder gelegt hatte, zu vereinen. Und was folgte, war das, was wir im Endergebnis sahen. Nachdrehs, Änderungen im letzten Moment und ein Zeitdruck, der Joss Whedon laut eigenen Aussagen vor eine so große Herausforderung stellte, dass der Film gar nicht gut werden konnte. Mit 657 Millionen Dollar Einnahmen bei 300 Millionen Dollar Budget war es dann sogar der schlechteste DC-Crossover-Film bis dahin. Dazu standen immer wieder Missbrauchsvorwürfe vom Cast gegen Joss Whedon im Raum, die sagten, dass er seine Macht missbraucht und sich unangenehm verhalten haben soll. Warner konnte sich aber dann doch noch einmal wieder aufrappeln, denn Aquaman von James Wan aus dem Jahr 2018 spielte überraschenderweise 1 Milliarde Dollar ein und gab DC wieder einen Hauch von Hoffnung. Bis heute wissen nur wenige, wie der Film das geschafft hat, aber abgesehen von Jason Momoa als Kinomagnet war der Film gerade in China mit einem Einspielergebnis von 291 Millionen Dollar gnadenlos erfolgreich. Da nun die schon angekündigten und abgedrehten Projekte erst einmal so gut wie durch waren, widmete sich Warner erstmal kleineren Projekten wie Shazam und Birds of Prey und versuchte so einen neuen Weg einzuschlagen. Doch auch da war es wie verhext.
Die Pandemie machte Birds of Prey 2020 einen Strich durch die Rechnung und auch Wonder Woman 1984 konnte weder die Kassen füllen noch die Kritiker überzeugen, weil dieser aber auch einfach in der Pandemie veröffentlicht wurde und nicht noch ein bisschen gewartet wurde, um eine richtige Kinoauswertung zu bekommen. Während alle Kinos immer noch zu waren, griff Warner also auf den letzten und einzigen Strohhalm zurück, der ihnen jetzt noch blieb. Ein sogenannter Snyder-Cut von Justice League war verständlicherweise bereits nach der Veröffentlichung der Kinoversion gefordert worden und war während der Pandemie jetzt die perfekte Gelegenheit, um die Fans mit einem vierstündigen Epos zu versöhnen. Dachten sie. Zack Snyder kam nämlich tatsächlich noch einmal zurück und in das ursprüngliche Projekt wurden noch einmal 70 Millionen US-Dollar investiert, um den Fans auch wirklich das zu geben, was sie wollten. Eine Version, die nun wirklich fast alles wieder gut machte, was an der Kinoversion bemängelt wurde. Der Snyder Cut wurde also zum Hit, doch an der zerstörten Beziehung zwischen Snyder und Warner, die sich viel zu oft in seine Filme eingemischt hatten, änderte das nichts. Zack Snyder hatte anfangs nämlich lediglich für 5 normale Filme und gar kein Universum bei Warner unterschrieben. Dazu mischte sich Warner schon ab Man of Steel, also dem ersten Film, in seine Projekte ein und ließen ihn nicht, wie ursprünglich geplant, eine Trilogie von Man of Steel inszenieren. Dieses gesamte Universum stand also schon ab diesem Punkt auf wackeligen Trägern. Dass daraufhin weder Snyder noch andere Regisseure mit Warner an kommenden DC-Projekten arbeiten wollten, ist aus meiner Sicht also ziemlich verständlich. Aus diesem Grund suchte man sich also nun ein neues Mastermind für das DC-Universum und James Gunn, der nach einem Eklat bei Marvel gefeuert wurde, fing jetzt bei DC an, bei denen er aufgrund der Vorgeschichte aber forderte, alle Freiheiten bei seinen Projekten zu bekommen. Ja, und jetzt die Frage, was macht man, wenn man sogar Regie führen darf und alle Freiheiten der Welt hat, neue Geschichten zu erzählen? Klar, macht Sinn. Seine erste Entscheidung war ein neuer Suicide Squad Film. Kritisch gefeiert, aber mit nur 168 Millionen Dollar Einnahmen bei einem Budget von 185 Millionen Dollar, vorsichtig ausgedrückt, nicht gerade ein Kassenschlager. Trotzdem, und weil man keinen anderen hatte, durfte Gunn aber weitermachen und legte mit der Serie Peacemaker, die an die Ereignisse aus The Suicide Squad anknüpfte, dann einen Hit nach. Doch als er schließlich versuchte, mit The Flash und alten Batman-Darstellern wie Michael Keaton wieder etwas Nostalgie gut zu machen, geriet das DCEU erneut ins Schleudern. The Flash wurde mit einem Einspielergebnis von 271 Millionen Dollar bei 200 Millionen Dollar Budget zum größten Flop in der Superheldengeschichte. Mit Filmen wie Blue Beetle, Shazam 2 und Black Adam schien das Studio dann endgültig in einer Sackgasse. Black Adam, der große Hoffnungsträger mit Dwayne Johnson, war mit 200 Millionen Dollar Budget und 390 Millionen Dollar Einnahmen weltweit schlichtweg nicht profitabel und stellte wegen einem Cameo von Henry Cavill auch Warner vor neue Probleme, die zuvor nämlich noch radikale Entscheidungen getroffen und James Gunn und Peter Safran zu Co-CEOs der DC-Studios gemacht hatten, wodurch sie das komplette Ruder für das DCEU übernehmen durften und alles, was danach an Filmen erscheinen sollte, noch vor Black Adam cancelten. Sie feuerten also auch beispielsweise Henry Cavill, dessen Cameo dann gar keinen Sinn mehr machte. Selbst Aquaman 2 brachte daher dann auch nicht den erhofften neuen Erfolg, weil das Publikum halt wusste, dass dieses und auch alle nachfolgenden Kapitel schon zu Ende waren. Tja, und so steht DC Studios heute da. In Trümmern, aber mit der Aussicht auf einen Neuanfang. Es bleibt abzuwarten, ob sie diesmal aus ihren Fehlern lernen oder wieder einen Weg finden, sich selbst zu zerstören. Dieser ganze Aufbau war nicht wie bei Marvel schon am Anfang mindestens mit einem Masterplan versehen, sondern hatte einen Regisseur, der nur für 5 Filme unterschrieben hatte und gar kein Universum wollte und auf einmal zu einem Mastermind gemacht wurde. Wenn man die ganze Geschichte von diesem Punkt aus betrachtet, ist das große Ergebnis gar nicht so überraschend und Warner kann eventuell sogar von Glück reden, dass dieser Plan wenigstens halbwegs gut funktioniert hat. Das, was die Fans mit berührenden Geschichten, einer packenden Superheldentruppe und epischen Crossovern jedoch anfänglich wollten, hat, wenn dann nur im Serienbereich oder losgelösten Filmen wie The Batman oder Joker so wirklich geklappt. Der zweite Teil von Joker bekommt aufgrund gerade dieser Freiheit, die bei diesen Projekten gegeben wurde, jedoch gerade meiner Meinung nach berechtigterweise seine Kritik,
Weil die bloße Geldunterstützung guter Regisseure eben doch nichts bringt, wenn diese die Bühne von DC-Charakteren benutzen, um einfach ein plumpes Statement zu setzen, das die Figur in vielen Augen kaputt macht. Nach dem Flop von Joker 2 wird Warner jetzt nämlich höchstwahrscheinlich wieder mehr ein Auge auf ihre Projekte werfen und sich dadurch vielleicht auch wieder mehr einmischen, was eine zweite solche Gesamtgeschichte unter der Leitung von James Gunn nicht ganz unmöglich macht. Dennoch ist Gunn ganz viel Glück und auch Erfolg zu wünschen, dass er mit seinen kommenden Projekten wie Superman Legacy oder Supergirl dem DCEU noch einmal Leben einhauchen und beweisen kann, dass dieses Universum noch nicht verloren ist. Vielleicht ist jetzt aber auch einfach die Zeit gekommen, in der wir uns von Superheldenfilmen verabschieden müssen und sowohl Marvel als auch DC langsam hinter uns lassen. Was denkt ihr darüber? Mögt ihr die DC-Filme und wenn nein, wie hätte ein gutes zusammenhängendes Universum eurer Meinung nach aussehen müssen? Oder liebt ihr alles am bisherigen und könnt euch gar nicht beschweren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über eure Meinung und euer Feedback und sag bis zum nächsten Video und haut rein!